I'ma blow up. Hey YouTube, heute will ich euch wieder ein Trainingsprinzip vorstellen, mit dem ihr eure Kraftausdauer auf ein neues Level bringen könnt. Letzte Woche habe ich euch ja schon das Pit Force Training vorgestellt und ich habe euch schon mal den Unterschied erklärt zwischen Kondition und Muskelausdauer. Und heute wollen wir auf das HIIT Training zu sprechen kommen, also auf das High Intensive Interval Training. Ja, das HIIT oder das hochintensive Intervalltraining besteht aus sehr kurzen Belastungsphasen und dann wieder aus einer kurzen Regenerationsphase. Dann wieder eine intensive Belastungsphase, wieder eine Regenerationsphase. Und dadurch kann nach neuesten Studien unsere Fettverbrennung richtig auf ein neues Level gebracht werden. Also die kann stärker angeregt werden als durch übliches Cardio-Training, so zum Beispiel als das Joggen. Das typische Cardio-Training besteht meistens aus Einheiten, die unsere maximale Herzfrequenzrate, so nennt sich das Ganze, auf 60-70% auslasten. So zum Beispiel durch Lauftraining. Bei einem Cardio-Training gehen wir meistens joggen oder wir gehen vielleicht schwimmen oder wir gehen Radfahren. Und meistens wird unsere maximale Herzfrequenzrate auf 60-70% ausgelastet. Bei hochintensiven Übungen, wie sie jetzt beim HIIT-Training der Fall sind, wird unsere maximale Herzfrequenzrate bis zu 90% erreichen. Und damit schaffen wir es, laut neuesten Studien, selbst hartnäckiges Fett zu verbrennen. Denn wir setzen quasi für einen kurzen Moment unseren Körper in einen wirklichen Notstand, wo er alle Energiereserven versucht ranzuziehen, die er irgendwie nur hat. Und dadurch können wir eben genau so gut Fett verbrennen. Außerdem muss er danach wieder alles zurück aufbauen. Er muss wieder zurück auf diesen Normalzustand kommen und dadurch wird auch nochmal der Nachbrenneffekt in Gang gesetzt. Das bedeutet, selbst 24 bis sogar 48 Stunden danach verbrennt ihr noch ein bisschen mehr Fett, weil der Körper erstmal wieder versucht, alles instand zu setzen, weil ihr ihn eben so hoch belastet habt. Dennoch müsst ihr immer beachten, es kommt auch während dem Training zu kurzen Wiederholungszeiten. Ein ganz einfaches Beispiel, wir sprinten zum Beispiel 10 Sekunden und machen dann 20 oder 30 Sekunden Pause. Gehen kurz, dann sprinten wir wieder, dann gehen wir wieder. Das ist wiederum was anderes, als wenn wir joggen gehen. Wir machen es nicht so lange wie das Joggen und trotzdem können wir eben letztendlich so viel Körperfett, sage ich jetzt einfach mal, verbrennen wie beim Joggen. Denn wir haben auch noch den Nachbrenneffekt wiederum, wo eben die Gewebsstruktur angepasst werden muss. Also wo man sich wieder versucht, auf diesen Normalzustand irgendwo einzubringen. Pendeln. Jetzt wissen wir also schon mal, durch das HIIT-Training können wir sehr gut Körperfett verbrennen. Aber was hat das jetzt mit unserer Muskelausdauer zu tun? Dazu habe ich mir die Studienlage angeschaut und eine Teilnehmerzahl wurde zum Beispiel in zwei Gruppen gesplittet. Die eine Gruppe hat dreimal die Woche Cardio-Training absolviert, immer für eine Stunde. Die andere Gruppe hat für eine Stunde dreimal die Woche HIIT-Training absolviert. Also es waren die gleichen Zeiten gewesen und bereits nach 6 Wochen waren signifikante Unterschiede hinsichtlich der Ausdauer zu messen. Also die HIIT-Gruppe konnte viel mehr Ausdauer erbringen oder ihre Ausdauer nochmal erhöhen. The Journal of Physiology konnte das nochmal beweisen. Und zwar wurden wieder zwei Gruppen kontrolliert und eine Gruppe, die nur 1 bis 1,5 Stunden HIIT-Training in der Woche absolviert hat, hat ähnliche Fortschritte hinsichtlich Muskelaufbau, Fettverbrennung und Ausdauer erzielen können wie eine andere Gruppe, die 5 Stunden Cardio-Training in der Woche absolviert hat. Also wir vergleichen hier 1 bis 1,5 Stunden in der Woche mit 5 Stunden in der Woche. Wenn wir uns das genauer betrachten, können wir also mit 15 bis 20 Minuten HIIT-Training gleiche Ergebnisse erzielen, wie jemand, der 60 Minuten lang zum Beispiel joggen geht, also Cardio-Training macht. Noch interessanter wird es, wenn man sich überlegt, wo das HIIT-Training überhaupt herkommt. Und zwar nicht irgendwie aus dem Bodybuilding oder für die Fettverbrennung, aus dem Ausdauersport, sondern aus der Olympia-Vorbereitung. Professor Izumi Tabata ließ nämlich seine Olympiasprinter immer in 20 Sekunden bis zu ihrer Leistungsgrenze gehen und dann nur 10 Sekunden Pause machen. Wieder 20 Sekunden bis hin zur Leistungsgrenze, 10 Sekunden Pause machen. Und dadurch hat sich die Effektivität ihrer Leistung nochmals verbessert. Eins müssen wir noch beachten, das HIIT-Training zeigt nur Erfolge, wenn wir wirklich bis zu unserer Leistungsgrenze vordringen und nur kurze Pauseneinheiten machen. Es bringt also nichts, wenn wir irgendwie vielleicht ein bisschen schneller joggen und dadurch bis zu 80%, sage ich mal, unserer maximalen Herzfrequenzrate vordringen, sondern wir müssen wirklich so an den 90% schon kratzen und dürfen dann wirklich nur eine ganz kurze Pause machen, sonst wäre es ja ein ganz normaler Satz, wo wir, keine Ahnung, eine Minute Pause danach machen. Das bringt nichts. Wir müssen uns immer an unserer Grenze bewegen. Ich sag's gleich, es ist ekelhaft, es ist schwierig, aber man merkt, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Gerade beim Ausdauersport ist es auch so, wenn man dauerhaft joggen geht, immer wieder seine 10, 15 Kilometer,
irgendwann ist es einfach nicht mehr schwer. Irgendwann hat man diese Barriere überwunden, wo überhaupt die Ausdauer einem zu Lasten fällt. Und dann kommt es eigentlich nur noch auf die Beinmuskulatur an. Und die wird dann eben in jedem Lauf noch mal ein bisschen gestärkt. Aber um noch mal eure Kondition auch auf ein neues Level zu bringen, könnt ihr auch für den Ausdauersport einfach mal HIIT-Einheiten heranziehen, um das Ganze so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Wir wollen uns jetzt trotzdem auf die Kraftausdauer konzentrieren. Das Gute ist, wenn wir ein bisschen flexibel sind, lässt sich auch das HIIT auf jede erdenkliche Sportart individuell anwenden. Jetzt müssen wir einfach uns wieder mal darüber bewusst werden, was sind eigentlich unsere Ziele? Wo wollen wir hin? Und ich wende das jetzt einfach mal auf meinen Sport an, da ist es ein bisschen einfacher, denn da kann ich einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar mache ich ja sehr viel mit Akrobatik, sehr viel Handstand, teilweise Breakdance. Und um mich jetzt darin nochmal zu verbessern, habe ich zum Beispiel das HIIT-Training so angewendet, dass ich dauerhaft immer wieder Backflips gemacht habe. Nach jedem Backflip vielleicht eine kurze Pause, manchmal auch mehrere Backflips hintereinander, wieder eine kurze Pause. Und dadurch ist mein Puls richtig hochgegangen. Gleichzeitig konnte ich dann eben extrem gut den Backflip trainieren. Wenn ich dann nur einen einzigen machen soll, ist es natürlich kein Problem mehr. Aber genauso ist es zum Beispiel auch beim Handstand. Ich habe zum Beispiel auch Burpees mit Handstand-Push-Ups kombiniert. Burpees sind jetzt eine extrem gute Übung, um erstmal in das HIIT-Training einzusteigen. Die werden oftmals unterschätzt. Ich dachte mir am Anfang auch, Hochspringen und Liegestütze, was ist dabei? Aber der Puls wird so hoch gehen. Und wenn das irgendwann zu leicht wird, habe ich eben einfach Burpees gemacht und dazwischen einen Handstand-Push-Up anstatt ein normaler Liegestütz. Wieder Burpee, wieder ein Handstand-Push-Up. Oder das kann man sogar so weit treiben, dass man irgendwann Rückwärtssalto Handstand-Push-Up macht. Dann wird einmal die Muskelausdauer verbessert und auch noch die Übung, die man sowieso schon macht. Eine andere Übung wäre zum Beispiel die Kombination von Burpees, also quasi nur das Hochspringen, zusammen mit einem Turtle Freeze. Der Turtle Freeze ist ein Breakdance oder ein Handstand-Element. Auch dazu habe ich schon mal ein Tutorial gemacht. Und wenn die Liegestütze zu einfach werden, kann man zum Beispiel einfach sowas machen und man verbessert sich automatisch noch in seiner eigenen Sportart. Überlegt euch also einfach, was ihr macht und versucht euch darin zu verbessern. Zum Beispiel Fußballer können sehr gut einfach mit Sprints arbeiten. Schwimmer wiederum sollten vielleicht nicht nur Langstreckenschwimmen machen, sondern auch kurze Strecken auf Zeit schwimmen oder einfach mal eine längere Strecke tauchen. Versucht einfach in eurer Sportart richtig krass euren Puls hochzubringen, eine kurze Pause zu machen, den Puls wieder hochzubringen und ihr werdet merken, ihr werdet euch auf jeden Fall verbessern und selbst Übungen, die extrem schwer erscheinen, werden schon in Kürze so einfach werden, dass ihr die im Schlaf könnt, dass ihr mehrere Wiederholungen beispielsweise davon machen könnt, dass es einfach gar kein Problem ist. Theoretisch könnt ihr sogar HIIT-Einheiten in ein Zirkeltraining integrieren. Das ist jetzt vor allem für den Kraftsport ganz interessant oder auch für Kampfsportler, die zum Beispiel ihre Reflexe trainieren müssen oder unterschiedliche Muskelfasern. Da baut ihr euch einfach einen Zirkel auf und macht einfach bis zur Leistungsgrenze hin, versucht in 30 Sekunden alles rauszuholen an einer Übung. Dann macht ihr eure 10 Sekunden Pause und geht quasi zum nächsten Zirkel, also zur nächsten Station. Ihr müsst also nicht krampfhaft immer wieder die gleiche Übung machen nach der kurzen Pause, sondern könnt dann auch wieder andere Muskelfasern reizen. Macht wieder eine kurze Pause und geht wieder hin zur nächsten Übung. Also ihr merkt, wir können hier, wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken, extrem flexibel sein. Wenn man schon sieht, dass Olympiasportler damit vorbereitet wurden, dann weiß man schon, okay, da ist auf jeden Fall Effektivität dahinter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert auch den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auf meinen Social Media Webseiten vorbei. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook, Andiletics, wo auch immer ihr wollt, ich werde sie beantworten. Auch in Zukunft kommen noch Trainingsprinzipien und vor allem alle eure Videovorschläge. Schreibe ich mir ein kleines Heftchen und werde ich nach und nach abarbeiten. Deshalb macht auf jeden Fall so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Ciao.